Hallo, schön, dass du da bist und dich für das Thema Sprechtechnik interessierst. In diesem Video soll es darum gehen, wie du Dinge auf den Punkt bringst. Das Video ist geeignet für dich, wenn du zum Beispiel schon mal die Rückmeldung bekommen hast, dass du zu ausschweifend sprichst. Oder wenn es dir wichtig ist, dass du Kernaussagen wirklich so platzierst, dass der andere versteht, was nun zu tun ist. Ich werde dir das anhand von einem praktischen Beispiel zeigen und dir damit auch zeigen, dass beides gut ist und wie du beides zusammenführen kannst. Ziel ist es nämlich letztlich, sowohl lebendig und anschaulich zu sprechen, als auch klar Dinge auf den Punkt zu bringen. Viel Spaß beim Video. Zunächst möchte ich euch aber einmal zeigen, wie flüssiges Sprechen funktioniert. Dafür habe ich einen Kursteilnehmer gebeten, mir spontan einen Schokoriegel zu verkaufen. Er hatte keine Zeit zur Vorbereitung. Ich habe ihm den Riegel in die Hand gedrückt und gesagt, verkauf mir diesen Schokoriegel. Ja, also ich möchte heute dieses Produkt anpreisen. Das ist ein sogenannter Kinderriegel, hat mit Kindern erstmal gar nichts zu tun, ja, ist einfach ein Markenname. Was den aber auszeichnet, ist, der ist halt sehr, sehr vom Format her sehr kompakt. Der ist dadurch easy unterzubringen und du bist ja viel unterwegs, genau wie ich. Und du kennst das ja, man, den ganzen Tag, keiner denkt daran, dass der Berater auch mal Mittag essen muss. Und dieser Unterzucker, da ist das echt das Beste, was man machen kann, denn der hat... Ja, er hat eigentlich mordsmäßig viele Kalorien, der bringt dich sofort wieder in Schwung. Und das Schöne daran ist, der schmilzt nicht so schnell weg wie alle anderen. Ja, also kannst du einfach in die Innentasche stecken, ist ganz unauffällig, kann man, macht auch nicht viel, viel Müll. Ja, und am Ende ist es ja noch so ein bisschen Lifestyle-Produkt. Das heißt, man kann dann immer noch mal verkaufen, wenn dann darauf angesprochen wird, ja, ist ja eigentlich hier nur für meine Kinder und habe ich jetzt noch in der Tasche gehabt. Aber gut, dass ich es dabei habe. Ich habe nämlich gerade so einen kleinen Unterzucker-Moment, wenn man dann von den Leuten darauf angesprochen wird, warum man ja schon wieder Süßes isst. Also den würde ich dir wirklich sehr ans Herz legen, diesen Riegel. Einfach, weil es deinen Tag in Stunden, wo du Unterzucker bist und wo du vielleicht mal nicht mal so gut drauf bist, extrem verbessern kann. Gebe ich dir mal mit, probierst du einfach mal. Ich glaube, ihr gebt mir recht, wenn ich sage, das war wirklich super. Es war flüssig, es war locker, es war spontan, es war ideenreich und kreativ. Er hat Humor einfließen lassen und ich hatte wirklich Lust auf diesen Schokoriegel. Wenn mich jetzt aber jemand gefragt hätte, was sind jetzt eigentlich genau die Eigenschaften dieses Schokoriegels, dann hätte ich ein Problem gehabt. Das hätte ich nicht mehr sagen können. Diese Information ist in der Lebendigkeit irgendwie untergetaucht und ich weiß es nicht mehr. Wenn wir uns jetzt an die Rittersportschokolade erinnern, dann haben wir da einen Slogan im Kopf. Der heißt quadratisch, praktisch, gut. Das sind drei Attribute und die können wir uns sehr gut merken und wir verknüpfen sie sofort mit Rittersportschokolade. Das ist das, was Kernaussagen können und deswegen habe ich den Klienten gebeten, all das, was er jetzt gesagt hat, nochmal runterzudampfen auf klare Begriffe, auf drei einzelne Begriffe. Dann habe ich gesagt, dass es wichtig dabei ist, dass er diese drei Begriffe nicht in einem Zug spricht wie mit einem Komma, also nicht quadratisch, praktisch, gut, sondern dass er Punkte macht. Quadratisch, praktisch, gut. Denn wenn ich Punkte mache, dann steht der Begriff für sich alleine und dadurch wird er bedeutungsvoll. Und dann mache ich danach sogar eine kleine Pause. Und in dieser Pause kann sich der Zuhörer merken, was wir gerade gesagt haben. Wenn ich also sage quadratisch, praktisch, gut, denke ich an Rittersportschokolade. Wenn ich höre quadratisch, denke ich, ah ja, Schokolade ist eigentlich normalerweise nicht quadratisch. Praktisch. Ja, die ist praktisch, die kann ich doch auch knicken. Und gut, oh, sie schmeckt auch noch. Das ist was, was ich mir merke und dann verbinde ich das mit dem Produkt. Und manchmal brauchen wir genau das. Wir wollen uns Begriffe merken. Wir wollen, dass die Leute rausgehen und wirklich wissen, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Und das geht dann sprechtechnisch so. Zuckerspritze, Leistungsanschieber, Glücksbringer. Ziel ist es aber letztlich, dass wir beides haben. Kernaussagen, Informationen und Emotionen und Wohlfühlen. Deswegen brauchen wir beides zusammen. Und dann haben wir das spontan zusammengefügt. Tja, lieber Rainer, was siehst du hier vor mir? Ich will es dir kurz zusammenfassen. Das ist eine Zuckerspritze, ein Leistungsanschieber und ein Glücklichmacher. Was meine ich damit? Zuckerspritze, ich glaube, erklärt sich von selbst, das ist 21 Gramm geballter Zucker. Den kannst du aber auch brauchen, wenn der Tag mal hart wird. Ja.
Was tut der Zucker? Natürlich, der geht sofort auf deine Performance, der schiebt deine Leistung an. Das heißt, der holt dich aus dem Loch raus, wenn es mal zum Mittagessen nicht gereicht hat. Und auch in so Situationen, wenn du mal keine Leistung brauchst und einfach nur sagst, ich möchte mal eine Sekunde entspannen, dann ist das die beste Möglichkeit, einfach ein bisschen glücklicher zu werden. Und deswegen bleibe ich dabei, das hier ist nicht nur unsere Zuckerspritze, es ist auch unser Leistungsanschieber und letztendlich auch unser Glücklichmacher. Ihr habt also gesehen, Dinge auf den Punkt bringen geht ganz einfach. Wir müssen Punkte machen, das tun wir, indem wir die Stimme senken und Pausen machen. Und wir müssen den Inhalt runterdampfen auf klare Kernaussagen. In dem Fall war es nur ein Wort, manchmal ist es auch ein ganzer Satz, aber eben keine ganze Geschichte, sondern eine klare Kernaussage. Und dann, wenn wir das gemacht haben, ist es aber schon schön, wenn wir es auch nochmal ausführen mit unserer Lebendigkeit, denn sonst geht so viel Emotion verloren und so viel Persönlichkeit verloren und das Gefühl verloren. Und man kauft Schokolade auch nicht nur wegen der Sachinformation, sondern vor allen Dingen, weil sie ein gutes Gefühl macht. Um es jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen. Um Dinge auf den Punkt zu bringen, musst du drei Punkte beachten. Prägnanz. Punkte. Pausen. Viel Spaß!